Hey Leute, willkommen zurück zu Cube 2. Ich hänge noch ein bisschen hier an dem Rätsel, beziehungsweise habe ich jetzt gerade hier wieder gestartet. Aber ich habe eine Idee. Ich habe gerade mal kurz nachgedacht. Es ist ja rutschig, das Öl, oder? Lass mal so. Achtung, wenn es zurückkommt, wenn das reicht. Oh, wie gut es macht. Es macht das, was ich dachte. Ja! Das ist cool. So, komm mal weiter. Ah, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Wenn ich das hier nämlich zur Seite schiebe, ist da das Feuertor. Oh, jetzt muss ich mich aber ein bisschen beeilen, glaube ich dann. Dann nehme ich immer dasselbe. So, schnell. Oh. Das war jetzt doof. Ich dachte, das muss ich schnell machen, aber das muss ich gar nicht. Oh. Doch, muss ich. Verdammt. Muss ich, weil sonst kommt ja kein Öl. Beziehungsweise die Fackel brennt ja jetzt einfach, oder? Oh ne, komm, das ist ja egal. Ja. So, pass mal auf. Easy peasy, das fährt jetzt einfach hier durch. Und setzt die Wand in Brand. Ja, das war's schon. There is no deceit. There is no war. We sought to share, to help other worlds enlighten them. You were once like us. We were. Alles klar, es ist an, aber. Return to where you belong. There is no. Ist klar, dann gehen wir halt zurück. Ich sage ja, die versuchen uns wahrscheinlich in ihr Kollektivbewusstsein aufzunehmen, weil unsere Erde auch zum Scheitern verurteilt ist, die Zivilisation. Wie traurig das ist, aber vielleicht ist ihr Robert ja schon längst drin hier. Ihr Verlobter. Wäre zumindest gut vorstellbar. Ist schon ziemlich krass, also. Also mit dem Hintergrund, dass wir das hier eigentlich jetzt nur machen, um vielleicht doch noch den Leuten eine Chance zu geben, in dieser. In diesem Schwarmding da weiter zu existieren, wer weiß. Vielleicht sind ja schon alle tot oder die haben schon. Na, ich sag ja, wir sind wahrscheinlich die Letzte, die noch besteht. Aber ohne uns würden die Wesen das auch nicht mehr schaffen. Und ich wette, Emma war nur noch so eine Intelligenz, also beziehungsweise so ein Nachhalt dessen, was mal der Mensch Emma war. Und sie ist schon längst Teil von diesem Kollektiv hier. Gedächtnis der Götter. Let's do this. Ja, was gibt's da noch groß zu sagen? Ich denke, ich werde auch nicht mehr so großartig abweichen von dieser These, außer passiert vielleicht noch was, was mich anders denken lässt. Was ist das jetzt wieder? Eine Kugel! Das ist ja nett. Macht das den Schalter jetzt hoch hier? Ah! Ja. So schnell habe ich das Prinzip jetzt schon gelernt. Ja, das Spiel, das macht es schon sehr gut, diese Lernkurve.
Die bringt man sich ja selber bei, beziehungsweise das Spiel macht es mit einfachsten Mitteln. Einfach mal probieren, gucken, was passiert und dann das irgendwie danach machen, bis es halt perfektioniert wird quasi. Da muss die Kugel rein, ja. Da muss sie rein. Ah, jetzt steht die einfach da rum. Ich vielleicht irgendwie anschubsen? Nee, auch nicht. Die ist absolut fest, die Kugel. Und das war jetzt wirklich nur aus dem Grund, dass ich... Also, das mit dem Grünen, dass das da... den Weg... Ach, hier! Aha. Das musste gar nicht sein. Okay. Hä? Das musste nicht. Ja. Da war es vielleicht ein Zufall, dass die Kugel eben so gelaufen ist, weil eigentlich denke ich, das Grüne war wichtig. Aber gut. Aber cool, dass jetzt, das meine ich jetzt wieder, jetzt ist es wahrscheinlich wieder so ein bisschen mehr... Ja, vielleicht auch nicht, vielleicht rollen die Kugeln wirklich genau gerade. Können die Kugeln auch brennen? Ja gut, ist noch kein Öl drauf. Ist noch kein Öl drauf. Wie? Ah, okay. Warte mal, wie soll das gehen? Geht nicht. Ach, warte mal. Nee. So. Nee. Komm schon. Okay, jetzt haben wir wohl dauerhaft Öl. Du brennst. Ah. Okay, wie gesagt, wieder ein super einfaches Prinzip, aber ein bisschen tricky. Information in disrupturing, leading the way. Please help us. Please understand. Why? I wouldn't be in this situation if it wasn't for you. You took me away from my home. I did not take you. How did I end up on your vessel in space, then? If it wasn't for Emma, then God knows what would have happened. I did not take you. What? Huch, verzeiht den kleinen Cut. Es geht weiter. Wow. Okay, die Platte hebt das Teil. Alles klar, okay. Ich glaube, damit kann ich jetzt hier die Tür erstmal einschlagen. Genau. Brauche ich jetzt... Okay, ich brauche auf jeden Fall noch irgendwie dieses Teil.
Nicht so ein Krach. Okay, hier kommt auf jeden Fall Öl, schätze ich mal. Ja. Okay. Ah, okay, warte. Ich glaube, ich hab's schon. Ne? Anziehen. Schieß die Kugel dahin. Dann einen Block hier hin, der wird eingeölt. Und dann so. Ah, okay. Ja, gut. In der Ausführung nicht ganz richtig. So. Der war nicht richtig eingeölt. Okay. Aber jetzt. Way! Und wir haben's. Ich finde das so toll. Die ganzen logischen Rätsel einfach. Das finde ich auch bewundernswert, wie man sich sowas ausdenken kann. Also wirklich einfach so Rätsel ausdenken. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Oha. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller, ha? Was machst du? Du bewegst das. Du machst Feuer. Okay. Wenn ich die Kugel jetzt rollen lasse, dann rollt sie auf jeden Fall hier durch. Aber was habe ich davon? Ich brauche Feuer auf der Kugel auf jeden Fall. Also sie muss eingeölt sein. Ja, ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Alles klar. Okay. Ich habe schon so einen Plan. Also. Wir müssen die Kugel erstmal hier reinrollen auf den blauen Schalter und der macht dann was? Der macht dann was? Vielleicht einen Teil dieser Treppe heben. Und, sieh mal. Das ist kurios. Das bringt mir an sich nichts, weil ich kann ja... Ah doch, natürlich. Natürlich kann ich. Nee, kann ich leider doch nicht. Ich kann den Block aufhalten, aber... die Kugel, aber... Dadurch wird sich ja nichts ändern. Aber ich kann hier Öl rüberschlotzen. Da habe ich schon mal die eine Tür hier geöffnet. Gut. Das funktioniert. Und du machst einen Teil der Treppen nach oben. Genau. Alles klar. Dann kann ich das noch. Warte. Muss ich jetzt zeitgenau auslösen, das Teil. Ein bisschen... Okay, hat aber funktioniert. Oder auch nicht. Nee. Mich weg. Ja, jetzt aber. Wie mache ich das letzte? Da muss ich... Da kann ich eigentlich auch einen eingeölten Block nehmen, oder?
Beziehungsweise, wenn man die Kugel zurück. Was macht das jetzt da? Was? Macht das irgendeinen Sinn? Ich glaube nicht. Nee. Oh, warte mal. Ah, das passt nicht ganz. Wenn die Kugel ein bisschen weiter rüber. Nee, das ist aber auch irgendwie unlogisch, oder? Das Vögel oder Blätter? Das sieht irgendwie komisch aus. So, warte. Kriege ich das jetzt darüber? Sondern bin ich bescheuert? Ach, warte. Warte mal. Was? Ach ja, nee, darf ich ja nicht. Warte. Macht das jetzt irgendeinen Sinn? Glaube nicht. Das ist Schwachsinn. Ich habe echt gerade keine Ahnung, was ich hier mache. Nee, warte mal. Jetzt weiß ich. Machen wir so. Das war leider falsch. Ja. Mist, das war... Den brauche ich ja auch nicht mehr, glaube ich. So, lass mal sehen. Das muss irgendwie rübergehen jetzt. So, war das gar nicht so schlimm. Lassen wir hier mal diese Dinger runter. Ah! Ich weiß nicht, ob so gedacht war, aber ich habe es irgendwie hingekriegt. Wahrscheinlich war es ganz anders und ich habe jetzt einfach nur Glück gehabt. Keine Ahnung. Aber das ist auch egal. Das Rätsel hat funktioniert. Oh. Oh nein, nicht schon wieder diese Dinger. Diese Menschen. Paula. What has she done to you? What has she made you? Don't worry. I'll stay with you. I'll stay with you forever. What did you do to them? What did you do to these people? Boah, das ist so verdammt gruselig. Das habe ich ja schon oft gesagt, also ich schätze mal, dass meine Theorie immer noch stimmt. Bisher habe ich noch nichts Gegenteiliges. Oh, au, au, au. Dass es keinen Fallschaden gibt, ne? Okay, wir kamen jetzt woher? Wir haben erst eine von diesen fünf Türen geöffnet. Beziehungsweise aktiviert. Ja, es geht noch ein bisschen, glaube ich. Oder je nachdem, wie ich mich halt anstelle. Okay, das muss da auf jeden Fall rein. Ja. Okay, das sind Blätter, aber es sieht echt seltsam aus. Ich muss das kaputt machen. Du machst dann wahrscheinlich hier Öl. Thank you.
So. Peng, das haben wir. Jetzt bin ich noch nicht oben. Brauche ich übrigens gar nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal Öl und mache den Block damit mamschig. Warte, das ist eigentlich schon ganz einfach, das mal so. Dann wird der Block hier auf jeden Fall hoch und dann wird er angesaugt. Genau. Ja gut, das ist aber die Sache, wie komme ich hier rüber? Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Ich muss ja da rauf, verdammt. Also eigentlich habe ich auch genug Zeit, oder? Ja. Wow. Wie gut. Oh. Mist. Ich hätte auf dem Block bleiben müssen. Aber so geht's. Nee, das also ist so gut einfach, wenn man halt so die Kenntnisse hat, oder beziehungsweise wenn man einfach weiß, wie es funktioniert, und dann nur noch die Umsetzung so ein bisschen probieren muss, das finde ich so super. Das ist so super, Leute. So, ich bleibe jetzt am besten einfach mal auf dem grünen Block stehen. Fertig, aus. We send fragments of ourself, our beautiful children, out into the universe, reaching, connecting, seeding planets with root knowledge, perfect knowledge. Okay, perfektes Wissen also, ja. Kannst du gleich mal die Tür wieder einhauen? Ey. Okay. Der Wind ist wieder böse. Ja, das wollte ich nicht. Da ich die rote entfernen. Komm mal. Was denn? Warum geht das? Das muss doch jetzt schon. Vielleicht braucht es halt noch ein bisschen mehr Schwung. Ah, ist klar. Und dann muss sie brennen als nächstes. Ah, okay. Oh. Welche Kugel? Na toll. Da. Ich probiere das mal mit dem Block jetzt, oder? Der kann ja schon hier stehen bleiben. Muss nur ölig sein und dann. Na. Machen wir den Block mal hoch. Eigentlich schon ganz einfach, oder? Ne, warte, das wird nichts. Ah, das war zu schnell. Ich mach das jetzt einfach mal nicht. Also blockieren mit dem roten. Müsste erreichen.
Ah, seht ihr? Das ist so gut, einfach mal. We share. Hopeful that others could see what we see. That others could achieve true life and understand the universe. Wie ich sagte, das sind halt einfach nur Wissenssammler und die wollen das, was sie wissen, teilen und naja, das machen sie eben, indem sie Leute ins Kollektiv holen, weil es vielleicht auch die Rettung für sie ist. Wer weiß. Aber Leute, ich würde ja sagen, mache ich mal Pause. Wie immer danke ich euch sehr fürs Zusehen, fürs Liken des Videos und natürlich fürs Einschalten nächstes Mal. Das sieht so unheimlich aus. Aber ja, gut. Bis dann mit Cube 2.